Wir haben jetzt also unsere BNB-Tokens, die wir bei Binance gekauft haben, in einen Money Market eingezahlt und bekommen dafür Zinsen. Und zusätzlich bekommen wir noch einen Governance-Token namens Venus XVS. Den bekommen wir, weil wir User dieser Plattform sind und der Plattform Venus. Und weil wir da User sind, bekommen wir eben diesen Governance-Token. Was ein Governance-Token ist, das habe ich erklärt. Das werde ich jetzt hier auch nochmal einblenden. Das entsprechende Video, wo das zu finden ist, könnt ihr das nochmal nachschauen, weil das eine sehr wichtige Angelegenheit ist für dieses Tutorial, weil aus diesen Governance-Token werden wir unsere Haupteinnahmen beziehen. Und zusätzlich bekommen wir eben Zinsen. Und jetzt war ja im Plan der nächste Schritt. Ich zeige den Plan jetzt auch nochmal. Der nächste Schritt war, dass wir uns in diesem Money Market, also auf der Plattform venus.io, Coins leihen wollen. Das heißt, wir entnehmen jetzt aus der Plattform einen anderen Coin, als wir reingetan haben. Wir wollen BNB reintun und wir holen uns einen Coin, der heißt BUSD. Und warum wir das machen, das erkläre ich später. Hier ist schon mal zu sehen, wo wir jetzt gerade sind in dem ganzen Vorgang. Und bevor es jetzt richtig losgeht, möchte ich noch mal kurz auf das Krypto-Tagebuch, das ich in einem Video vorher, das werde ich auch gleich noch mal irgendwie hier einblenden. Da habe ich ja darauf hingewiesen, dass es ganz gut ist, wenn wir uns organisieren, weil das Ganze dann doch irgendwann ziemlich kompliziert wird. Diesen ganzen Vorgang, den muss man immer nachhalten und man muss im Prinzip auch ein bisschen im Kopf halten, wo liegen welche Tokens. Und das ist doch deutlich besser, wenn man sich das mal aufschreibt. Und ich zeige einfach mal, wie ich das gemacht habe, weil das Krypto-Tagebuch, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie ganz lange Texte zu schreiben, sondern es geht einfach nur darum, sich ein paar Notizen zu machen, damit man später auch wirklich noch den Durchblick hat. So, hier ist also das Tagebuch, soweit ich es bisher geführt habe. Ich habe hier das Datum rechts oben hingeschrieben, der 25.02.2021. Da haben wir 1000 Euro bei Binance investiert. Ich habe 4,811 BNB gekauft für die 1000 Euro. Dann habe ich die 4,811 BNB an MetaMask übertragen. 26.02., das war dann also gestern. Da habe ich 4,3 BNB auf die Plattform venus.io eingezahlt als Lending. Also das bedeutet, ich habe die da verliehen an die Plattform und dafür bekomme ich XVS-Tokens, die Governance-Tokens, und ich habe mir hier eine Notiz gemacht, XVS-Checken. Das heißt, ich muss, wenn ich wieder an meinem DeFi-Portfolio arbeite, regelmäßig XVS checken und das mache ich dann eben jetzt gleich auch. Das machen wir gleich zusammen und jetzt kommt eben der nächste Eintrag in dem Tagebuch. Und da trage ich jetzt einfach mal ein, wie der aktuelle Stand von XVS ist, damit ich auch weiter im Kopf behalte, dass ich diese XVS-Tokens regelmäßig kontrolliere. Dafür gehe ich jetzt auf die Plattform von Venus, wie man da hinkommt, wie man das mit dem MetaMask Wallet einrichtet und so weiter. Das habe ich in dem Video auch erzählt, wo es darum ging, dass wir unsere Tokens einlegen. Auch hier werde ich das gleich dann verlinken. Was wir besprochen hatten, war, hier ist unsere Supply Balance. Das sind jetzt 975,16 Dollar. Gestern waren es noch über 1000. Das liegt jetzt daran, dass sich der Kurs des BNB-Tokens nach unten entwickelt hat und dadurch also unsere Einlage vom Gegenwert in US-Dollar nicht mehr so viel wert ist. Aber wir haben immer noch, das sieht man hier unten, ich zeige es mal, hier immer noch 4,3 BNB. Und wir bekommen zurzeit 5,99% auf unsere Einlage. Das ist aber, wenn man den Wert des XVS-Tokens mit einrechnet und wenn man den nicht mit einrechnet, dann bekommen wir 2,19. Die XVS, die wollte ich ja jetzt checken. Das mache ich jetzt. Und zwar war das hier im Menü unter Vote. Und hier sieht man jetzt die Venus-Tokens, die ich schon verdient habe. Das sind also 0,00154667. Und kleiner Tipp, wenn ich jetzt wissen will, was die wert sind, dann kopiere ich mir die in die Zwischenablage
und gehe auf CoinGecko. Das ist die Seite, wo die ganzen Kryptokurse zu sehen sind. Suche mir den Venus Token hier in der Liste, also in dem Suchfeld aus. Schau mir den an und hier ist eine Umrechnung möglich. Hier ist ein Feld, also der Kurs ist jetzt 58,96 Dollar. Ist wieder über Nacht ein bisschen gesunken, 10,4%. Das muss uns jetzt im Moment nicht weiter kümmern. Ich trage hier die Zahl ein und bekomme dann eben ausgerechnet, wir haben hier schon ungefähr 10 Cent verdient über Nacht. Das ist nicht viel, das ist schon klar. Das liegt daran, dass wir natürlich auch keine allzu hohe Einlage gemacht haben. Und es ist ja auch jetzt nicht unbedingt viel Zeit vergangen. Das wird sich noch weiterentwickeln. Und ich sag mal so, normalerweise müsste ich jetzt eigentlich ein bisschen warten, bis ich mir meine, XVS-Tokens von der Plattform abhole, weil es lohnt sich jetzt nicht für so Kleinbeträge da irgendwie diese extra Transaktion zu machen, denn so eine Transaktion kostet ja auch schon 50, 60 Cent und so, um sich jetzt 10 Cent abzuholen, rechnet sich das eigentlich nicht. Aber um jetzt mal zu zeigen, wie das geht, wie man das macht, mache ich das jetzt einfach trotzdem. Wir sind ja nicht hier, um Geld zu verdienen, sondern wir sind hier, um mal zu schauen, wie das alles funktioniert. Ich müsste mir das also zu einem späteren Zeitpunkt dann etwas besser optimieren. Und dafür habe ich eben auch unter anderem mein Tagebuch. Und jetzt nehme ich einfach mal diese Zahl hier, die hole ich mir jetzt. Also die tue ich jetzt mal in die Zwischenablage, damit ich das hier gleich in mein Tagebuch eintragen kann. Gehe auf Collect, schicke die Transaktion ab. Warte einen Moment. Und wenn die Transaktion dann gleich durch ist, dann müsste ich die eigentlich in meinem MetaMask Wallet haben. In der Zeit, während die Transaktion läuft, trage ich mir das einfach mal ein. Abgeholt. Ich schreibe dahinter Collect als Stichwort. Und weil mich diese Zahl hier nervt, das würde ich auch nie im Leben jetzt wirklich aufschreiben. Ich mache mal ein paar Nachkommastellen weg. Das ist schon mal das eine. Jetzt weiß ich auch, wenn ich das nächste Mal in das Tagebuch schaue, dass ich hier immer noch XVS, also dass ich die abgeholt habe. Dann habe ich so eine kleine Erinnerung, dass ich das auch dann nicht vergesse, wenn ich das nächste Mal wieder an meinem Portfolio arbeite. Und die XVS-Tokens sind inzwischen auch in meinem Wallet angekommen. Genau, ich muss allerdings im richtigen Account nachgucken, nämlich beim DeFi Tutorial Account. Da sind sie 0,001, also es wird hier auch ein bisschen gerundet, weil es sich diese ganzen Nachkommastellen, die lohnen sich hier jetzt eigentlich gar nicht. Aber es war wichtig, das einmal gezeigt zu haben, wie das geht, und wir werden das jetzt jedes Mal, wenn wir an unserem Portfolio arbeiten, machen, weil wir wollen ja unsere Venus Tokens, also wir werden checken, wie viele wir haben. Und wenn sich das lohnt, das abzuholen, das heißt, wenn die sich irgendwann angesammelt haben auf zum Beispiel 1 Dollar oder irgendwas, 2 Dollar oder 3 Dollar, dann holen wir die einfach ab. Was wir dann mit den Tokens machen, das erzähle ich später. Aber eine theoretische Möglichkeit wäre natürlich, diese Tokens einfach umzuwandeln in BNB, hier wieder in die Plattform einzulegen, dann, und damit dann also quasi unser Portfoliowert immer mehr zu erhöhen. Man kann allerdings auch darauf hoffen, dass jetzt die im Wert steigen, dann hält man die im Wallet und checkt regelmäßig CoinGecko, und wenn man merkt, die sind jetzt hoch, dann verkauft man die einfach. Kann man auch machen, ist aber, glaube ich, nicht so clever, weil wir wollen ja hier eine bestimmte Hebelwirkung entfalten, und die möchten wir, das können wir machen, indem wir also regelmäßig unsere Erträge eben dann wieder für uns arbeiten lassen. Ich gehe wieder zurück zum Dashboard, und jetzt kommt der Punkt, wo ich einmal aus dieser Plattform Tokens entnehmen möchte. Das heißt, ich möchte mir jetzt Tokens, Assets ausleihen. Und ich nehme dafür den BUSD. Das ist ein Token, der ist an den US-Dollar gebunden. Das bedeutet, ein BUSD ist immer genau 1 Dollar wert. Das nennt man auch einen Stablecoin. Und Stablecoins spielen in unserer Strategie eine genauso wichtige Rolle wie die Governance-Tokens. Und das sind beides
Assets, Asset-Klassen im Kryptobereich, die ein bisschen übersehen werden häufig, weil es geht darum, man möchte ja eigentlich ganz, ganz viele Gewinne haben. Der normale Krypto-User möchte gerne irgendwo tief einkaufen, also wenn der Preis niedrig ist und dann hodeln und warten und irgendwann geht alles dann durch die Decke und gehen die Kurse durch die Decke und dann will man halt fürs Hundertfache oder so verkaufen. Bei einem Stablecoin kann das natürlich nicht passieren, der ist immer ein Dollar wert und das heißt, selbst wenn ich in 20 Jahren wiederkomme, ist mein Stablecoin immer noch ein Dollar wert und da gibt es keine Steigerung, zumindest theoretisch nicht. Da ist es also so, dass die eigentlich erstmal auf den ersten Blick uninteressant sind. Die sind aber gar nicht so uninteressant, weil wenn man sich den Mechanismus zunutze macht, dass man im Prinzip eine Einlage macht, die im Wert schwankt, und auf der anderen Seite etwas entnimmt, nämlich ein Asset, das im Wert stabil ist, dann kann man hier quasi sich ein bisschen absichern gegen die Kursschwankungen, denn die eigenen BNBs, wenn man Glück hat, steigen die im Kurs. Und das bedeutet, dass man einen höheren Wert eingelegt hat und dadurch hat man also ein größeres Guthaben auf dieser Plattform und kann dementsprechend mehr leihen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass man, wenn man hier etwas leihen möchte, ich gehe jetzt mal hier auf den BUSD, den wir uns ausleihen wollen. Und der BUSD, der hat einen Collateral Factor von 60%. Das bedeutet, wenn ich BUSD ausleihen möchte, dann kann ich nur 60% von meiner Einlage entnehmen. Meine Einlage ist die Sicherheit, mit der dieses Darlehen, das ich da nehme, abgesichert ist. Das bedeutet, ich muss, wenn ich 600 US-Dollar mir leihen möchte, muss ich 1000 Dollar einlegen. Und viele kapieren das nicht, warum das sinnvoll ist, weil man so denkt, ich will mir irgendwie 600 Dollar leihen und muss 1000 Dollar einlegen. Aber den entscheidenden Punkt, den habe ich ja jetzt gerade schon erklärt. Ich lege etwas ein, das im Wert schwankt und hole etwas raus, was im Wert stabil ist. Und das bedeutet, wenn jetzt der BNB-Token im Wert steigt, dann ist meine Einlage mehr wert und dann kann ich mehr entnehmen und kann auch mehr Geld für mich arbeiten lassen. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Wenn nicht, schreibt eure Fragen in die in die Kommentarliste unten. Ich werde das dann versuchen zu beantworten. Das heißt also, ich kann, wenn ich 1000 Dollar wert, 984 BNB eingezahlt habe in die Plattform, dann kann ich die als Sicherheit benutzen, um mir 60% von diesem Wert zu entnehmen. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, was passiert, wenn der BNB-Token meine Sicherheit an Wert verliert und nicht gewinnt? Dann kann es passieren, dass wenn ich unter diesen Faktor hier falle, also das heißt, wenn der BNB-Token sinkt und mein Collateral, meine Sicherheit, die ich hinterlegt habe, nicht mehr ausreicht, um meine laufenden Darlehen zu sichern, dann wird meine Position liquidiert. Das bedeutet, ich verliere die Einlage und zwar in dem Sinne, dass diese Einlage dann verkauft wird auf dem Markt und damit dann eben meine Schulden gedeckt werden. Und das bedeutet dann, dass meine BNBs weg sind, aber ich habe ja auf der anderen Seite einen Gegenwert und das sind die BUSD. Das heißt, meine Einlage ist zwar weg, aber ich habe dafür eben mein Darlehen und dieses Darlehen, das muss ich nicht mehr zurückzahlen, das kann ich so lange behalten, wie ich möchte. Und das heißt, dass im Prinzip meine ganze Position auf dieser Plattform aufgelöst ist. Das Einzige, was ich verliere in dem Moment, sind zum einen die BNB, die ich als Sicherheit eingelegt habe. Die sind aber ungefähr genauso viel wert zu dem Zeitpunkt wie die BUSD, die ich entnommen habe. Und die BUSD, die ich entnommen habe, darf ich behalten. Das heißt, ich habe in dem Moment absolut gesehen gar nichts verloren. Und gleichzeitig ist es aber dann natürlich so, dass da ich keine Position mehr auf dieser Plattform habe, bekomme ich auch keine XVS-Tokens mehr als Reward. Das ist also das, was ich dann verliere. Das Schöne daran ist, dass wenn der BNB-Token dann weiter im Wert fällt, dann habe ich quasi automatisch rechtzeitig verkauft, weil wenn ich die BNB in meinem Portfolio gehalten hätte, dann würde ich ja diesen ganzen fallenden Kurs immer weiter und weiter und weiter mitmachen, während in diesem Fall ich eben dann BUSD habe, BNB nicht mehr habe. Das ist ungefähr, also ist eigentlich dasselbe, wie wenn ich sie verkauft hätte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und
Das heißt, mein Risiko ist also im Prinzip nach allen Richtungen ein bisschen gedeckelt, weil wenn der Kurs nach oben geht, wird von BNB wird meine Einlage immer wertvoller. Das heißt, ich könnte auch immer mehr entnehmen als Darlehen. Oder ich lasse das einfach so stehen und meine Einlage oder beziehungsweise mein Darlehen ist immer besser abgesichert gegen die Liquidierung. Und die andere Seite ist, wenn jetzt der BNB-Kurs nach unten geht, dann habe ich den Vorteil, dass ich zu einem bestimmten Preis verkauft habe und wenn er dann weiter runter geht, dann bin ich quasi rechtzeitig aus dem BNB ausgestiegen. Und das Restrisiko besteht eigentlich nur darin, dass der Kurs quasi so weit runter geht, dass meine Position liquidiert wird und dann sofort wieder hochgeht. Dann hätte ich quasi richtig Pech gehabt, weil meine BNB-Tokens, die wären dann weg und der Kurs läuft dann, galoppiert dann ohne mich weiter. Das ist das Risiko, das hier so ein bisschen besteht. Und dagegen werden wir uns auch noch ein bisschen absichern, weil wir werden, wenn wir Gewinne machen, regelmäßig auch überprüfen, wie sicher unsere Einlage da ist. Das heißt, in welchem Verhältnis unsere Einlage zu unserem Darlehen steht und gelegentlich vielleicht mal ein bisschen Einlage nachschieben aus den Gewinnen, die wir in diesem ganzen Ding machen. Also auch das ist etwas, was man regelmäßig machen muss. Wir gucken also regelmäßig hier auf der Plattform nach, um erstens zu schauen, haben wir Venus-Tokens bekommen und zweitens, wie sicher ist unsere Einlage? Und das kann man natürlich gut miteinander verbinden, weil wenn wir Venus-Tokens verdient haben, dann können wir diese verkaufen gegen zum Beispiel BNB und diese BNBs dann da reintun, um unsere Einlage weiter abzusichern. Das wäre eine Möglichkeit. Das würde ja dann eben auch unsere Zinssituation verbessern und so weiter und so weiter. Also es gibt viele Variablen, an denen man stellen kann und es ist ein bisschen situationsabhängig. Was ich jetzt ganz interessant finde, ist im Vergleich zu gestern, als wir hier waren, das letzte Mal hier waren, wir sind hier immer noch im Supply Market, hat sich tatsächlich die APY verändert. 5,98 ist also ein kleines bisschen hochgegangen und das liegt sicher daran, dass der Venus-Token sich ein bisschen im Wert verändert hat, dass der BNB sich im Wert verändert hat und dass dadurch natürlich eine ganz andere Situation entstanden ist, was das Verhältnis von, also was das Interesse an Darlehen im Bereich BNB angeht. So, der BUSD, wenn wir den eingelegt hätten, dann hätten wir eine sehr viel höhere APY. Das kann sich aber auch je nachdem, wie der Markt ist, ändern. Es kann sein, dass der BNB demnächst mehr APY bringt als der BUSD. Jetzt zur Zeit ist es eigentlich ein bisschen ungünstig, diesen Swap zu machen. Wir machen den aber trotzdem aus den Gründen, die ich eben erklärt habe. Und außerdem, wie gesagt, wir sind ja jetzt nicht hier, um unsere Strategie total zu optimieren, sondern einfach, um mal so kennenzulernen, was man machen kann, welche Plattformen es gibt und welche Möglichkeiten man hat, hier Geld zu verdienen. So, jetzt kommt das. Wie leihe ich mir jetzt etwas? Und dann habe ich hier Available Credit 0 Dollar. Borrow Limit 0%. Und das liegt einfach daran, dass ich meine BNB noch nicht als Collateral aktiviert habe. Hier ist die Schaltfläche. Die müsste ich jetzt erstmal umlegen, damit ich also sage, ich möchte das hier, meine BNBs, als Collateral haben. Das mache ich jetzt. Das ist eine eigene Transaktion. Die geht also jetzt raus und wird bearbeitet. Und wenn die jetzt gleich fertig ist, dann bin ich erst in der Lage, mir ein Darlehen hier zu holen. Das aktualisiert sich immer alles ein bisschen später hier. So, da wird der Collateral aktiviert. Und jetzt sehe ich hier Available Credit 593,35 Dollar. Das heißt, so viel kann ich hier entnehmen, wenn ich eine Sicherheit von 988 Dollar habe. Und ich zeige das auch mal ganz kurz, dass 988,92 mal 0,6, also 60%, sind 993,352, also ein paar Krümel, aber das stimmt, das kommt hin. Der jeweilige Collateral Factor, der steht hier in der Liste, Collateral Factor, den kann ich also da nachlesen, der ist je nachdem, welches Asset man nimmt, immer ein bisschen anders. Häufig ist der 60%. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so auf Anhieb irgendwas finde, wo der anders ist, aber der ist jedenfalls, hängt der ab von dem Asset, das ich hier ausleihen möchte. Und da ich jetzt BUSD ausleihen möchte, ich gehe jetzt hier auf den Borrow Market, klicke hier auf BUSD
Und jetzt gibt es hier ein Safe Max, das ich anklicken kann. Also das ist quasi ein sehr sicheres Darlehen. Das bedeutet, da ist noch ganz schön viel Reserve. Ich schaue noch mal ganz kurz. 593 Dollar sind theoretisch möglich. Und das heißt, das ist ja so ungefähr die Hälfte davon ist also quasi das, was diese Plattform für sicher hält. Das bedeutet aber nicht, dass wir das so machen müssen, sondern wir können auch hier, und das machen wir jetzt einfach auch mal, ganz mutig, sagen wir mal, 500 Dollar eingeben. Ich würde jetzt nicht bis zum Limit gehen, also das Maximum würde ich nicht entnehmen, weil wenn dann der Kurs nur ein kleines bisschen schwankt in die falsche Richtung, wird unsere Position liquidiert und wir sind raus und wir wollen ja diese XVS-Tokens verdienen. Und deshalb machen wir das jetzt nicht so direkt an der Grenze, aber also es hängt, man muss wie gesagt auch ein bisschen auf die Kurse gucken. Ich sagte ja in dem Anfang, im Intro, es geht uns also hier darum, uns unabhängig zu machen von den Kursschwankungen. Aber natürlich spielen die Kurse und die Werte unserer Assets eine Rolle. Und wir werden also jetzt hier überlegen, wie sieht der Markt aus? Der hat sich jetzt die ganze letzte Woche immer weiter nach unten bewegt. Ich habe also meine persönliche Einschätzung ist, das wird jetzt nicht immer so weitergehen. Ich glaube auch, dass wir schon relativ weit unten sind. Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein, dass ich mit 500 Dollar hier eventuell dann in 2, 3 Tagen liquidiert werde, was ja nicht schlimm ist, weil ich darf ja meine Einlage behalten und die BNB-Tokens hätte ich ja dann eben auch verkauft zu dem Kurs dieser Liquidierung. Sodass, also ich gehe jetzt einmal einfach davon aus, dass es klappt und wenn nicht, dann kann ich ein schönes Video machen, wie es mit der Liquidierung gelaufen ist. Also immer positiv sehen. Ich hole mir jetzt die 500 Dollar BUSD ab. Lass die Transaktion noch durchlaufen. Und habe dann in dem Moment zwei Positionen hier auf dieser Plattform, eine Supply-Position und eine Borrow-Position. Die Supply-Position hat einen bestimmten Wert und die Borrow-Position hat auch einen bestimmten Wert. Und ich bekomme jetzt hier auf der Seite Zinsen und ich zahle auf der anderen Seite Zinsen. Und da ich aber hier mehr eingelegt habe, als ich entnommen habe, gleicht sich so ein bisschen, also der Unterschied zwischen den Zinsen aus, zwischen den Zinssätzen. Ich habe jetzt hier also beim BUSD eine APY mit 10,22%. Das heißt, ich bezahle 10% Zinsen pro Jahr für diese Position hier. Hier wird angedeutet, dass diese Zinsen tendenziell eher sinken. Das wird man dann eben sehen, wie sich das entwickelt. Und gleichzeitig verdiene ich aber, also das heißt, ich zahle ungefähr 10% auf 499 Dollar und ich bekomme 2% auf 987. Das heißt, es ist nicht ganz so drastisch, wie es erscheint, dass ich also auf irgendetwas 10% zahle und irgendwo 2% bekomme, weil ich bekomme ja auf einen größeren Betrag 2%, als ich Zinsen zahle. Der Betrag, wo ich Zinsen zahle, ist wesentlich kleiner. Das bedeutet also, die APY ist nicht so schlimm. Und ich habe hier jetzt eine APY von minus 2,98%. Das wird hier zumindest so ausgewiesen. Ich weiß nicht, das müsste man nochmal durchrechnen, ob das so stimmt. Das bedeutet aber im Klartext, dass ich also insgesamt 2,98% Zinsen bezahle. Das heißt, es ist schon gar nicht mehr so schlimm, wie es hier aussah mit den 10%, sondern wir sind bei 2,98%. Und jetzt kommt etwas sehr Spannendes, was nämlich hier häufig auch übersehen wird, was keiner so richtig weiß, der sich nicht mit DeFi auseinandersetzt. Es gibt zu diesen Projekten auch ein White Paper und ich habe hier mal nachgeschaut, wie eigentlich die Tokens verteilt werden. Und jetzt habe ich die Seite leider verschlagen. Ich finde die aber gleich wieder. Das müsste eigentlich hier stehen. Genau. Und zwar steht hier, wie die Tokens verteilt werden, ne? Und die
Die Verteilung der XWS-Tokens, die passiert nach einem bestimmten Muster, das hier irgendwie beschrieben ist. Und hier steht auch, dass 35% der täglichen Rewards an die Suppliers bezahlt wird, aber auch an die Borrowers. Das bedeutet, wenn ich bei Venus Assets einlege, bekomme ich einen Teil von den 35%, die verteilt werden jeden Tag. Das heißt also anteilig natürlich zu meiner Einlage, aber wenn ich etwas entnehme, wenn ich also etwas leihe, dann bekomme ich auch einen Teil von 35%, nämlich von den anderen 35%, die diejenigen bekommen, die etwas leihen. Also das heißt, ich bekomme jetzt doppelt XVS-Tokens. Ich bekomme nicht nur für meinen Supply, sondern auch für meinen Borrow XVS-Tokens. Und wenn ich mir angucken möchte, welche APY das im Jahr ergibt, insgesamt, also wenn man das gegeneinander verrechnet, dann schalte ich das hier wieder um auf mit XVS und dann sehe ich, dass ich 4,18% plus mache, obwohl ich da etwas entnehme. Und das ist eine ganz interessante Angelegenheit, weil was habe ich jetzt erreicht? Ich habe mich mit den Einlagen, die ich jetzt demnächst mache, von den Kursschwankungen abgesichert, weil ich nämlich BUSD verwenden werde, um weiterzuarbeiten. Und der Wert von diesem BUSD, der ist stabil. Ich habe gleichzeitig Zinseinnahmen auf dieser Plattform und bekomme auch dann noch Governance-Tokens, mit denen ich weiterarbeiten kann. Zum Beispiel ist nur ein Beispiel, würde ich aber nicht so machen. Ich könnte die jetzt hier im Supply-Bereich wieder einlegen. Das heißt, wenn ich meine XVS-Tokens abgeholt habe, dann kann ich hier hingehen und einfach sagen, ich muss das hier noch aktivieren. Ich nehme das Maximum meiner XVS-Tokens, lege die wieder ein und kriege nochmal Zinsen darauf. Und das wird mir dann wiederum neue XVS-Tokens geben. Also das Ganze stapelt sich und stapelt sich und stapelt sich. Und das ist eben dann, ergibt das irgendwann einen gewissen Gewinn. Das ist natürlich, das sage ich ja jetzt auch immer wieder in unserem Tutorial hier so ein bisschen sinnlos, weil wenn ihr jetzt mit 100 Dollar hier drin seid, dann zahlt ihr die ganze Zeit viel mehr Transaktionsgebühren, als ihr Einnahmen habt. Geht ja auch jetzt nur ums Lernen. Ich kann also hier meine XVS-Tokens quasi wieder einlegen, würde dann eben 0,23% bekommen, plus nochmal 12%, das ist die Distribution APY, das sind die XVS-Tokens, die ich bekäme. Zusätzlich, wenn ich jetzt auf Supply klicke, dann würde ich das machen. Das machen wir jetzt aber nicht. Das ist jetzt einfach nur so erzählt, damit ihr es irgendwie mal gehört habt. So, jetzt hole ich noch schnell nach. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt, wie viel habe ich entnommen? 499, also sagen wir jetzt knapp 500, schreibe ich auf, ungefähr 500 BUSD Borrowing auf Venus.io. Das ist das, was ich jetzt heute gemacht habe und da kann ich also jetzt im Prinzip morgen nochmal schauen, wie der Stand ist, weil das erinnert mich ja daran, dass ich hier, also dass ich Borrowing gemacht habe, das erinnert mich ja daran, auch jetzt quasi das Collateral, meine Sicherheit, die ich hinterlegt habe, da regelmäßig zu überprüfen. So, das sind eigentlich schon die, sagen wir mal, eher komplexen Konzepte im DeFi-Bereich und ab jetzt wird es wesentlich einfacher. Bei den Liquiditätspools gibt es noch mal ein bisschen was Kompliziertes zu erklären, aber der Rest ist eigentlich ziemlich simpel. Und ich würde mich jetzt im nächsten Video noch mal melden und dann quasi weitermachen mit dem Staking. Bis dahin.